So, ich glaube, das passt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was denn? Ach, mit dem Auswurf. Ach, der geht auch nur noch an kleinen. Okay. Ob durch den Auswurf dann wirklich alles durchgeht. Schwierig. Probieren wir es mal. Ach, verdammt. Computerteilchen. Achso, macht schon sehr schön. Ups. Wunderbar. Okay. Inventory full. Ja, noch jetzt meckert meine Computerdame schon wieder, dass mein Inventar voll ist. Schon so ein bisschen. Ist schon wieder zu viel einstecken? Ja, das ist, Müssen wir nochmal hochdrehen? Nee, noch mehr geht ja gar nicht. Schätze Maximum, nice. Ja, ist schön bequem so. Ja, auf jeden Fall. Ja, Inventory full. Hast du recht. Na, du jetzt auch, ne? Ich helfe hier nebenbei beim Abbauen. Ja, also ganz untätig möchte man halt auch nicht daneben sitzen, ne? Ja, ne? Ich weiß auch gerade nicht, was wir so brauchen. So, aber Eisenformen wäre jetzt Quatsch. Ja. Da wir eigentlich die meisten Ressourcen haben. $30.000 im Cargo-Container. 10.000 im Cockpit. So, Wallweg-Kit hätte ich noch Platz. Ich glaube, ich kann gleich zurückfahren. Ja. Ich habe jetzt mal so ein bisschen anderes Konzept gemacht, weil ich kann kein, also ich möchte das nicht so Ewigkeiten rumbasteln, bis der Verbinder halt passt mit dem Auto. Also habe ich jetzt einfach nur einen Auswurf dran gebastelt. Autsch. Reicht das nicht, wenn du eine Rampe baust in einer bestimmten Höhe? Na, nee, ich habe bei meinen Autos auch mal verdammt lange gebastelt, dass die in der richtigen Höhe wohnen. Richtig. Weil dann müsstest du alle Autos halt gleich basteln, ne? Und dann die Höhen einstellen. Richtig. Von den Reifen. Irgendwie immer noch mit angepasst. So. Ich habe gerade nur festgestellt, dass ich wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr mit diesen Dingern gearbeitet habe. Ich habe das ganz am Anfang habe ich das gemacht. Da habe ich so ganz kleine Frachtschiffe gebaut, die wirklich nur mit Solarenergie liefen. Und habe die dann halt mit einem Auswurf versehen, dass die dann oben auf so einer Landeplattform drauf. Und dann haben sie dann einfach nur alles entladen, Ewigkeiten lang. Weil es dauert halt auch mega lange immer, ne? Aber dann irgendwann bin ich zu Übrigen alles immer noch mit Verbinder zu machen. Ja, ich mache das auch gerne mit dem Verbinder eindocken und fertig. Richtig. Aber du hast ja am Anfang hast du mal ein paar Fahrzeuge und dann nimmst du ja die Flugzeuge. Richtig. Und mit dem Flugzeug ist ja schneller mal angedockt. Ja, das ist unproblematisch zum Glück. Ja. So, das will ich mal. Und beim Fahrzeug musst du auch mal aufpassen, dass du nicht irgendwo falsch angezogen wirst. Das ist dann Dock und dann schwebst du sonst wo. Richtig, das ist das riesige Problem bei den Dingern immer. Es hat ja doch ganz schön Kraft.
Aber das könntest du ja auch einstellen, ne? Die Kraft. Ja, ja, ich habe die meistens. Aber da fehlt mir jetzt auch die Routine. Runtergestellt extra. So, warte mal. Was ist denn, das soll ich mir jetzt einfärben, vorsichtshalber? Magnesium. Haben wir Silizium schon? Ja. Hab ich Silizium? Ja, hab ich schon. Gut. Ich habe aber da nicht alles ein. Nur gerade wieder über Silizium drüber gefahren. Nicht, dass ich es vergesse. Ist ja schwer. Bricht da doch schon mal ein bisschen anders aus. Ja, du könntest okay, ja mal. Okay, da unten kommt am See irgendwas. Schnell näher. Cargo-Dropper. Attacking Position. Human Dropper. Okay, 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 okay. Das ist uncool. Mega uncool. Pack schon mal das Auto um. Mhm. 3%. Da kommt mehr runter sozusagen. Kommt der mir hinterher, fahre ich dem entgegen? Warum kann ich hier nicht sehen? Bei mir wird er bestimmt kleiner. Na, die Gatlings sind fleißig zugange. Haben es auch. Ist schon kaputt? Ja. Wir haben noch was anderes. Von oben kommt auch. In 7 Kilometer Entfernung muss irgendwo sein. Was 14% hat und neu Zeug bringt. Ich lasse mal das Auto hier vorne bei Auto. So, ich habe mir die ganzen Geschütze da deaktiviert. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein Backoff. Was zur Hölle? Was denn? Ich war gerade dran und habe den Reaktor deaktiviert vor dem Schiff. Da schossen unsere Gatlings auf einmal und dann explodierte dieses Schiff. Oh, Recharging. Oh, da ist schon wieder so eine Kommunikationsanlage. Toll. Das meinte ich wohl. Ah, schön. Ich freue mich drauf. Ressourcen. Das wird garantiert ein riesiger Spaß werden. Kommt, ihr braucht jetzt nicht die ganze Zeit drauf ballern. Achso, da oben liegt auch noch was. Ach so. Siehst du, warte mal, ich guck mal, was ist denn das hier oben? Ja, das ist ein. Ne, ist nur ein Baum. Wo haben die denn hingeballert hier? Ich sehe hier gar nichts. Ha, eigenartig. Da oben ballert was auf uns. Also hier in der Basis sehe ich nichts. Oben auf dem Berg? Ne, das sind wir, die da hochballern. Hier ist Eis. Siehst du das da oben? Ach da, ja, ich sehe es gerade. Ja. Genau. Das ist ein Fahrzeug gewesen, glaube ich. Ja, es war. Oh ja, es war ein Panzer. Zu viel Eis einstecken, ja. Das möchte ich erstmal hinterbringen. Die haben den Panzer platt gemacht, deswegen hat das ein bisschen gedauert. Gut, dann werden wir nochmal, glaube ich, ein Geschütz brauchen hier. Kein Thema. Oh, jetzt leckt es aber ganz schön hier. Hm. Oh, hier ist was runtergekommen.
Die ballern immer noch. Na, bisher nicht. Also jetzt zumindest nicht mehr. Na doch, jetzt gerade noch ein bisschen. Irgendwas haben sie wohl noch gesehen, was sie erschreckt. Ah, sieht auch wieder geil aus, der Panzer, ne? Ja, hat schon schnieke gemacht, muss man wirklich sagen. Steht auch sehr gut. Was hier ein Schrott rumliegt. Hier weggeballert haben. Ich bin fast voll. Ich komme zurück. Mhm. Eieieiei. So, dann setze ich jetzt hier einfach nochmal so ein Geschütz hin. So ein bisschen erhöht. Mhm. Das besser trifft, meinst du? Ja, weil das andere kann halt da nicht hinballern wegen den Geschütztürmen. Wegen den Windtürmen halt, ne? Wegen der Windkraftanlage. Und das jetzt, das hat dann hier wenigstens freie Schussbahn. Supraleiter. Ich glaube, Supraleiter hatten wir aber. Wir hatten ja Gold und alles schon. Jojo. So, Supraleiter. Hatten wir nicht irgendwie. Hm. Ansonsten muss ich nochmal los Gold holen oder sowas. Ja, ich glaube, das müsste aber passen. Ich guck mal. Zeig mir mal das Gold an hier. Ne, das haben wir schon verbraucht, das Gold mittlerweile. Dann werde ich jetzt auch mal alles wegpacken, werde ich da jetzt auch mal hin. Ein bisschen Gold abholen. Viel brauchen wir da ja nicht für. Ja, da geht's so. So hoffe ich. Dann zerlege ich mal den Panzer hier weiter. Mhm. Wenn du da Supraleiter findest. Oh, ist schon fertig mit dem Auswerfen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, mein Auto muss ich auch noch von hinten holen. Auch komplett voll. Also das hat gut funktioniert, da bin ich immer begeistert. So. Jetzt bin ich wieder mutig, mich auf der Reifen zu stellen. Bin ich von früher noch. Man kann es ja nur extremsten Klang produzieren. Aber mit dem kennst du dich ja persönlich aus. Ja. Den hast du ja auch gemietet. Das ist ja Hammer. Ja, wir sind richtig dicke Kumpels. Also. Mhm. Ah, ätzend. Ja, es gibt so Sachen, auf die kann man locker verzichten. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn die Tage? Was da? Ja gut, okay, da war ich selber dran schuld. Da wollte ich Schutzschild das erste Mal ausprobieren. Und hab dann eine fliegende Waffenstation gesehen und dachte mir so, naja, hört sich ja interessant an. Und kannst ja gleich mal das Schutzschild testen und fliegst da mal so hin und guckst mal, wie das dann ist. Ja, Schutzschild hat nicht ausgereicht. Ich bin dann senkrecht in den Boden gerast, aber zum Glück war noch genug intakt, dass ich das Schiff retten konnte. Mhm. Aber es war auch wieder so einer dieser Momente, wo man denkt so, hätte man vielleicht so dreimal drüber nachgedacht, hätte man gesagt, so, ja. Ist eine doofe Idee, ja. Lass mal lieber sein und bastel dir lieber so ein Schrottschiff dafür, anstatt ein gutes Schiff zu nehmen. Ja. Das wäre zu einfach. Ja, ne? Das kann halt jeder, ne? Mhm. Außerdem, das Schiff stand halt auch gerade da, es war fertig, es musste nur einsteigen und losfliegen. Ja, gerade fertig, genau. 2 Minuten aufs Leben. Ich muss was finden, wie ich es kaputt machen kann. Gut, ich bin gleich wieder da.